So, bis auf die Munition ist in dem maschinellen Turret ist Paul wieder einsatzfähig. Meins, Max. Oder Max, wie auch immer der heißt hier. Naja, also der Paraseer, der mit dem wir einen Titan getötet haben, von dem darf man ruhig den Namen mal wissen, finde ich. Ja, Max. Max. Ich würde ihm auch gerne einen Orden verleihen. Ich weiß noch nicht, was Paraseers gerne für Orden haben. Greta kann ja im Pinsel vorne ein bisschen was auf das Metall malen. Ich glaube, das lässt sich Greta nicht zweimal sagen. Ich meine, da ist ein Kreis hin und da drauf steht dann Orden. Oder machen einfach eine 1 vorne drauf. Ja, Und eine Strichliste. wenn Max den zweiten gekillt hat, kriegt er einen 2. Das wäre doch cool, Alter. Ja, nee, ich würde römische Ziffern nehmen, so. Oder Sternchen. Für jeden Abschuss ein Sternchen. Ja, auch gut. Jetzt habe ich Bock, das zu machen. Denn los. Dann Kein Metall. würde auf Ratatata noch ein Habe ich auch was Katapult reingetan? und ein Geschütz fehlen. Was fehlt da? Also wir brauchen genau genommen, brauchen wir noch ein Katapult und wie viele manuelle Turrets haben wir für? Eins, ne? Eins nicht noch im Fabricator drin. Gut, das eine würde ich erstmal auf den Titan hauen wollen. Ich hau es hinten hin, ja, falls wir auf der Flucht sind oder so. Jo. Ja, die sind ein bisschen teuer. Bedeutet, wir brauchen jetzt noch eins zum Paraseer. Also wir brauchen jetzt noch ein Katapult und zwei manuelle Turrets. Jo, zweimal einen Tourist können wir sofort machen. Schwieriger ist dann die Muni, ne? Ja, lauf gerade noch 2000 durch. Level doch. Alter, wo warst du denn wieder? Kommst ja zurück mit dem Schokoboden, blauen Dimorphoder. Hey. Ja, shit, das ist jetzt ja ein bisschen versetzt, aber an sich hätte ich ja gern, dass du wird schon so weit vorne wie möglich, ey. Wenn man weiter runterziehen kann. Reabim, was ich noch fragen wollte. Du hast ja, wenn du zum Beispiel die Smithy aufmachst, hast du ja keine Ordner da, sondern bei dir ist alles direkt da. Die Engrams. Ja. Wie hast du das eingestellt? Oben ist ein Button, Show All. Ja. Ja. Alter, spielen wir wieder Ark. Ja, genau. Ich hatte das noch nie gemacht. Das ist der wichtigste Button überhaupt. Hat das noch nie ist fast so wichtig wie den Q-Knopf. Ja. Den drückt aber biblisch. Q-Knopf. Ne, da habe ich mal andere Sachen drauf, weil ich kann da einfach nochmal die Taste drücken. So, von davor. Ja, wenn du im Menü bist, um die Schriften an- und auszumachen. Denk Ach mal, das meint so. ihr, ne? Ja, die Schriften ausmachen ist super wichtig. Dem kann ich nur zustimmen. Was aufs Q? Ja. Witz, Alter. Aber das muss Spiel war man ein bisschen aber auch mal wirklich sagen, Ark ist halt wirklich sehr umfangreich, ne? Also da alles zu wissen ist sehr schwierig. So gut, ich baue jetzt noch ein drittes, meine Minigun Turret. Genau wie die Regeln. Und dann haben wir genug Minigun Turrets schon mal. Da brauchen wir noch ein Katapult und dann nur noch en masse Munition. Die Oberseitenbestückung für den zweiten Paracer ist auch noch nicht da, ne? Richtig. Oberseitenbestückung. Also brauchen wir noch einen Minigun Turret. Und nee, das habe ich doch gerade gemacht. Achso. Ich habe jetzt drei Stück. Achso, okay. Also zwei für den Titan und einen für den Paracer. So, dann mehr Mummi. So, Muni ist jetzt 1300 fertig schon mal. Ja, die sammeln so 2000 und dann gebe ich Bescheid, weil dann hau ich das erstmal in den Titan rein. Wir müssen erstmal jetzt dafür sorgen, dass der Titan geschützt ist und dann können wir die Paracels ausbauen. So, also hinten sind jetzt 8 Turrets mit je 300 Schuss. Und vorne muss ich jetzt noch Befehl nehmen. Gesundheit. Das war eine Rückentwicklung. Was war das? Eine Rückkopplung? Rückentwicklung. Eine Rückentwicklung. Es war wieder ins Mikro. Tut mir leid. Kann nicht mehr ausreichen. Oh, eine von unseren Pflanzen hinten ist ausgewachsen. Yay!
Das heißt, wenn uns jemand verfolgt, wird er gestunt. Ja, ist eigentlich ziemlich gut. Wir können jetzt weglaufen. Also wenn noch einer keinen Rocket Launcher hat, hier in Max sind noch 3 Stück vom Loot. Und Compound Boost. Oh, cool. Ich hab noch keinen. Ich auch nicht. Ich hab auch keinen. Zwei, ich hab mir vorhin schon aufgenommen. Compound Boost sind auch drin. Denn auf. Wo war das? Max. Raketen gibt's halt, oder? Aber ich bin eigentlich der Meinung, bevor ihr aus Max Sachen rausnehmt, müssen wir an Max ersten Orten vorleihen. Wir müssen doch Max mal zu essen gehen. Warte. Ich sammle für Max was. Hey, Max ist mein Panzer, den hast du ja für mich gebaut, den hast du mir geschenkt. Ist klar. Deswegen ist er auch kurz vorm Verhungern, ne? Boah. Naja, Lutz, aber immerhin sind mir noch keine 2 Wölfe in 2 Stunden gerippt oder so. Shots feiert. Geil! Crossbow, Alter. Was geht? So, hier. Sieht ja aus. Ja, Max, kriegst du Bären von mir. Guck mal, wie das alles frisst. Da hat er echt Hunger gehabt. Ja, Max macht gerade Diät. Greta, hast du schon das Zeug gebaut? Nee, ich hatte gerade noch Metall geholt. Okay. Und dann kamen so viele XP, die wollte ich auf dem Hirsch mit. Warte, ich guck mal kurz hoch. Welcher Fabricator denn? Das ist ein Chemietisch. Muss ich ja bauen. Dieses Substratzeugs. Und ihr habt gemeint, Musik kam von oben den Titan. Was ist da drin denn? Bedeutet ja, dass man von oben. Na gut, da von da oben treffen, das kannst du fast vergessen, oder? Nur Bugs, ich hab. Fehlt da noch Öl, oder? Grappling Hooks angesetzt. Oh, nice. Mhm. Das sind jetzt noch 10 Stück, müssen da drauf drin sein. So, ich befürchte mal oben das Minigun Turret. Wo haben wir eigentlich Raketen? Ups. Haben wir nicht gebaut. Ich hab mir eine rausgeklaut. Raketen sind in der Staffel auch echt nur wie im Spieler gut. Ne? Und selbst da. Ja, so lala. Ja. So, hinten 400 Schuss, da brauche ich jetzt vorne noch manuelles Turret. Und gleich ist Bugs sein Panzer noch dran. Wir brauchen mehr Sepp. Wir brauchen 12 von diesem. Ah ne, warte mal. Das reicht doch schon. So, Metall kam wieder in der Forge, ich lade gerade den Titan voll. Okay. So, Minigun-Turret steht. Oh shit, ich hoffe, man trifft das jetzt nicht. Wenn man hier mit schießt. Ne, kann man gar nicht. Okay, alles cool. Sollen wir nochmal gucken, ob wir was getankt kriegen, was vernünftig ist? Wir haben immer noch keine kleinen Viecher. Ja. Dass du das sagst. Immer noch. Würdest du mir glauben der, an dich? Der erste Angriff, der war ja ein bisschen. Destruktiv. Aber vielleicht kommt noch mal jemand mit. Irgendwie, weil Alena. Alter, mit Plan, meinst du? Oh, da hinten ist auch noch Metall. Los, sie dir oder irgendjemand meldet mal melden. Ich will mal eben mein Chocobo leveln, damit er ein bisschen Speed kriegt. Wir haben noch Metall. Oh, dann komme ich mit dem. Ich bin mal auf dem Weg, was? André ist Farbe fertig und Pinsel. Mein Viech ist auch schnell und dein Viech kann töten. Kannst du das in Titan hauen? Ja. Bitte. Ich bräuchte schwarz, gelb und einen Pinsel. Kannst du dir zwischen Orange und Olive aussuchen? Olive ist. Dann gib mir mal beides. Das Gelb muss ich erst machen. Ja, das Olive sieht doch gelb aus, das passt doch. So, der Max kriegt jetzt seinen Orden, weil er einen Titan getötet hat. Bugs, guck mal, ob du damit leben kannst, wie das Gesetz ist, das tut. Ja, kannst du schon. Ich pack dir das Katapult nochmal in den Paras herein. Das
was darauf soll. Wo ist denn die Leiter noch nicht? Irgendwas schubst mich runter. Wo ist der Wolf? Ich nicht. André, geht mit dem Metall? Jupp. Ist noch was da. Die Insel ist jetzt leer. Muss springen und dann Climb machen. Ja, weißt du, man hätte das vielleicht, aber eigentlich ist es genauso platziert wie in dem anderen auch. Es ist zu drei Viertel drüber, das war das andere auch so. War da nicht vorne? Nee. Hatten die hinten hingebaut. Das Katapult habe ich euch auch reingepackt, ne? Ja, könnt ihr auch setzen. Klar. Nö, ist okay. Aber okay. Du musst dir überlegen, in der Regel versucht man ja die Hinterseite hinzuwenden. Weißt du, weil die ist ja besser geschützt als die Vorderseite. Von der ist es schon sinnvoll so. Gut, dann baue ich jetzt noch das Katapult. Haben wir auch ein paar Boulder? Noch nicht, aber mach ich jetzt. Kein Katapult drin in Titan? Nee, im Parasse. Okay, dann kann Baxter sich auch selber bauen, wenn er will. Bin da. In der Rampe unten. Ach ja, scheiße, ich hatte Muni noch. Ich habe tot. Nee, oben. Ist hier. Ach so. Ich warte die ganze Zeit hier unten. Ne, unten war keiner, deswegen dachte ich, wäre es oben. Ich war mal. Ich hatte unten gestanden, da war keiner. Ich stand ein bisschen weiter innen. Tame jetzt alles Mögliche, ne? Jo. Tame ganz viele Ziegen, Wölfe. Alles gut. Hier ist ein Schwein, wollen wir das auch sehen? Oh, noch ein Schwein. Wenn man von runterschießen kann, wieso nicht? Wir greifen einfach auf Schweinen an. Rennschwein, Rudi, Rennschwein. Eine Rennschweinhorde. Ja, so einen brauchen wir wieder. Warte mal. Ach, hier sind auch Turrets. Ich würde aber definitiv hier irgendwie noch ein Turret hinsetzen. Wax. Nice. Wären wir sonst viel zu ungeschützt hier. Jetzt noch Wolf hinter mir. Auf der Rückseite. So, ja. Ich war auch noch nicht fertig, aber wann war ich keine Turrets mehr? 10. Ich würde so ein bisschen wacher halten, während ihr tamed. Warum haben wir einen Level 41er Affen? Den habe ich irgendwie. Kannst du Fiber farmen lassen? Den habe ich irgendwie irgendwo gefunden. Ist ja egal, kannst du auf. Hat er aus Versehen getamed. Vor allem ist der tatsächlich tamed, so. Tamed by the Blue Dragons. Was? Ja, der stand da irgendwie und ich konnte den übernehmen. Moment, das ist ja voller C4, Alter. Trojanisches Pferd, Affe. Trojanische Affe. Sieh, du sollst nicht immer alles mit nach Hause bringen, was du auf der Straße findest. Soll ich schon mal die restlichen Tiere nach Hause bringen, oder? Ja, wir machen das gleich. Wartet, ich bin hinter euch. Ich bring noch ein Tier mit. Lutz, kannst du mal. Warte, pass auf, nicht zu nah an den Affen ran. Ja, ich weiß. Nimm mal die Tiere von mir. Macht mal ein paar Mutmaßungen, wo Titan sein könnten. Wasserblasen. Da hatten wir schon geguckt. Oh, der Titan ist voll. Das ist aber schon lange her. Daran erinnere ich mich. Cidia kann nur sagen, wo er nicht. Ich bin hier gerade in der Wasserblase 1 und hier ist nichts. Was? Du bist unterwegs? Nein. Ich wiederhole nur, was du letzte Session gesagt hast. Dann können ja Greta und ich mal eben das Zeug zurückbringen und du fahrst mal weiter, oder? Ja, wir können ihr machen. Also, André, kannst du ein paar Steine rausnehmen? Nur dann. Ja, warte. Ich bin hier gerade noch mit dem Wolf, hier direkt neben euch. Alter, wie viel kannst du tragen? Viel. Krass. Steine kann ich tragen. Ich habe ein Problem. Nicht schlecht. Was ist los? Ich komme hier nicht raus, wenn wir so stehen. Die Armbrust ist echt Gold wert. Das ist eine Journeyman.
Das ist auch geil, das ist schon wieder mit Birken 120er. Hast du jetzt alle gefressen, oder? Nö, eigentlich. Habe ich nur... Oh doch, ich habe einen... einen mit... No. Ja. Okay, das Gemein zählt aber nicht als Hitbox von dem Hirsch. Echt? Das ist ja cool. Also wenn du drauf sitzt, kannst du durch das Geweih schießen. Ja, ja, ich meine nur... Mit dem Rocket Launcher. Mutig. Schränkt halt nur ein bisschen die Sicht ein bisschen. Ja, aber ist okay. Ich meine... Was? So, gut, also... im Wintergebiet, habt ihr da schon mal geschaut, auf den Winterbergen und so? Es könnte gut sein, dass da oben einer ist, also hier... laufen für gewöhnlich schon rum. Also wie gesagt, was die, ist denn da die oben? Waren ja auch jetzt so, keine Ahnung wie viel, zu dritt oder was, wo sie uns gejagt hatten. Wo oben seht ihr? Okay, dann check ich mal die Schneeberge. Danke. Hat sich erledigt, das sind nur zwei Ankylos. Wir gehen gleich zurück, oder? Ja. Was nicht, dass ich jetzt wieder vom Krokodil angegriffen werde, dann werde ich langsam sauer. Wie viel hast du? Und wie viele Tiere hast du hinter dir? Drei? Nur drei. Okay, warte. Ich nehme einen von dir und dann nehme ich noch den anderen, damit das so ein bisschen aufgeteilt ist. Titano hat Schaden gekriegt. Ja. Nochmal. Schaden. Wie viel? Nicht viel. Immer so 281. Das ist Compound War. Ja. Okay. Bestimmt oben einer an der Schlucht und der oben runter schießt. Ja, dann laufen wir jetzt gleich lang, ne? Da können wir ja kurz stehen bleiben. Ja, ich glaube auch gleich lang. Von da oben können die den gar nicht sehen. Doch, die Titanen auch können sie. Aber der wird sich niemals irgendwo treffen. Also theoretisch kann der auch auf der anderen Insel sein, ne? Na, ich glaube, das sind so arg weit weg. Nee, also wenn die den von oben sehen, dann sehen die den auch von der anderen Insel, glaube ich. Ja, ich würde auch mal vermuten. Hat jetzt aufgehört. Das war bestimmt auch nur ein Test, ob man trifft. Ja. Da wir jetzt alle draußen rumlaufen und mit Fernglas gucken, wissen sie, dass der Test erfolgreich war. Also. Ja, ich denke, man hat sich wahrscheinlich eine Position schon mal gesucht. Jetzt. Ich hab hier einen Wolf. Ja. Der und Wilder. Dann sollten wir... Da ist ein Deal neben euch. Lauf mal ein bisschen weiter. Oh, also ich steck fest. Hab Besuch aus. Aber wenn da hier mal unten jemand ist, dann müssen die an eine Rampe wieder hochlaufen, falls sie unten waren. Kann man die ja abfangen. Der hat knapp 3.500 Schaden bekommen. Wie viel? Knapp 3.500. 2.500, sorry. Lauft mal die Schlucht entlang nach links weiter, bitte. Das war vielleicht meins. Geh wieder los. Geht wieder los, ja. Also gegenüber auf der Insel ist keiner. Also ich bin jetzt genau über dem Titano. Da müsste dann irgendwo ein Gegner sein. Außer die schießen von der Insel. Xidia, warte mal, lass das mal so machen, dass du mal mein Reittier hier mitnimmst. Und ich springe mal mit dem Fallschirm. Titano auch mal leichter machen jetzt. Okay. Geht los. Theoretisch müsst ihr mit dem ja nur die Insel wechseln so. Dann seht ihr ja, was passiert. Also ich glaube sowieso, das könnte jetzt nicht schaden, den mal irgendwie vielleicht langsam wegzubewegen. So, Greta, bist du bereit? Ja. Stell dich mal so, wie ich stehe, so dass deine Tiere dich angucken. Also wenn jetzt ein Fallschirm da ihr seht, ne, dann bin ich das. Da rechts ist noch ein Wolf, Greta, an der Seite. Wie viel Gewicht fehlt noch? Oh, eine Menge, glaube ich. Siehst du den? Hinter dir. Nee, wo denn? Warte, oben. Ja, warte. Ist er oben? Jetzt ist er oben. Langsam gehen. Warte. Wird er immer noch beschossen? Nee, ich hab mal ein bisschen gedreht. Das ist gut, stimmt. Ja, wir müssen erst neu nachjustieren. Die könnten theoretisch auch von der fliegenden Insel runterschießen. Ich guck gerade schon hier mit dem. Ja, wie sollen die denn da drauf? Fallschirm rüberspringen? Das ist zu schwer. Das wage ich zu bezweifeln.
Außerdem, dann siehst du den Titan wirklich nicht mehr, oder? Also ich sehe ihn von ganz oben gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man von der fliegenden Insel sieht. Ne, die fliegende Insel ist ja deutlich weiter weg. Das ist ja fast doppelt so weit weg, oder so. Von hier oben sieht man ihn nicht. Das kann ja, ich schon vielleicht haben garantieren. Sie auch eine Stelle gefunden, wo sie weiter unten irgendwie landen können. Das kann ja auch sein. Ja, die meinte, man sieht den von oben. Ich habe ihn vorhin von oben gesehen. Ich sehe, haben auch von oben die Insel gesehen jetzt. Okay. Die können also auch so eine Zwischenebene sein irgendwie. Genau, man will den erst hoch. Ne, deswegen fliege ich ja gerade mit dem Fallschirm von oben runter, um zu gucken, ob ich irgendwo irgendwas sehe. Vor allem, guck mal, da hinten beim Titan, da ist auch der Höhlenausgang von der fliegenden Insel, vielleicht auch von da. So, jetzt. Ja, aber ey, wie gesagt, die Leute, die müssen erstmal hin, die Leute. Ne, ist richtig. Aber ich bin dafür, dass wir ihr dann langsam mal weg von dem See machen. Jo, mit dem Titan los, ne? Richtig. Bin da rüber geflogen. Frosch ist leer. Also du bist noch oben, okay. Oder was? Ja, ja, ich bin noch in der Luft. Ich bin jetzt quasi einmal rumgesegelt. So, wir haben jetzt einen Haufen Tiere. Und einen Haufen Polymer. Sehr gut. Yay. Naja, so viel war es auch nicht. Jo, ich hab einen. Wo? Wo? Über uns. Der springt gerade mit dem Fallschirm. Ich bin das. Nein, das ist noch einer mit dem Fallschirm. Der schwimmt Richtung Wasser. Jo, Gato. Wasser? Er schwimmt Richtung was? Richtung Schwanz, Wasser zu der anderen Insel. Welche Insel? Westen oder Osten? Die zum Schwanz. Die Schwanzseite. Der war genau hinter uns auf so einem Vorsprung gewesen hier. Ist er auf dem Frosch? Ja, ich sehe ihn. Wo ist am Rand des. Nee. Der müsste weiter Richtung Rand, wenn du mit dem Krokodil müsstest du den kriegen. Ja, der müsste im Wasser sein. Warte mal, der muss doch wieder nach oben. Ich mach mal zu der Rampe und versuch den abzufangen. Ja. Ich geh mal auf den Hai. Wenn ihr ihn seht, dann sagt Bescheid. Okay. Auf der anderen Insel, sagt ihr. Der war kurz vor der anderen Insel, als er runtergekommen ist. Ich hab den dreimal angeschossen. Ja, ich sehe deinen Fallschirm. Der landet gleich. Wo landet er denn? Auf der Insel. Ah, ich sehe ihn. Richtung Rampe, ne? Auf diesem Vorsprung war der Felsen so ein bisschen verbuggt. Der konnte quasi in der Textur drin liegen. Ich habe den nur durch Zufall gesehen, weil er sich gerade bewegt hatte. Ich schieß ihn gerade ab. Ja, ich bin auch dabei. Ich bin mit dem Hirsch runtergesprungen, by the way. Ist der schon auf der anderen Insel? Ja. Okay, dann bin in ich der Baumkrone. Er hat sich mit dem Grappling Hook rangezogen. Alles klar, ich bin bei dem Rocket Launcher da. Welcher Baum? Hier oben, siehst du mich? Nee. Oben auf der Klippe. Lauf weiter. Seht ihr den Frosch? Warte mal, weiter, lauf weiter. Und gleich auf der linken Seite oben auf der Klippe. Da wo ihr hochzieht. Ja, hier war, ja. Ist aber nicht mehr, oder was? Ja, ist er nicht mehr. Die. Ah, da ist er! Ich wollte gerade sagen, der muss doch. Ja. Ne, da war wieder eine Textur. Ja, hier Fallschirm. Er zieht sich schon wieder hoch. Den wegen den scheiß Bäumen nicht. Zieht sich schon wieder hoch. Wo ist der denn? Da oben. Wo ich hingucke. Ich sehe den gar nicht. Ich auch nicht. Hier oben, so hier, wo ich hingucke. Müsste in den Texturen irgendwo drin sitzen. Ja. Ja, das ist wie so ein Klitsch-Scheiße. Da steht er. Den.
Bringt er gerade einen Fallschirm ab? Ja. Bin der jetzt weg oder was? Ah, da ist er. 800 Schaden hat er bekommen. Nein, mein Tier kriegt so viel Schaden. Lol. Dein Dimo. Wo ist denn der? Dimo tot. Was, Krokodil oder was? Schieß ihn ab. Der hat gebrochene Beine. Schieß ihn ab, Beam. Nice. Ich hab den paar Zeit. Mein Dimo hat er getötet. Das Schwein. Echt? Ja. Oh, die. Hab mit einem Pfeil drauf geschossen. Oh, Energy Brew. Ah, wer war das denn? Gato. Gato. Gut. Na, er hat ihn wenig. Der, zumindest hat der Dimo ihn aus seinem Versteck gelockt. Den nehme ich mal mit. Hm, das stimmt. Gato ist ganz glücklich gewesen, ne? Hm, ja. Ich glaube ja. Hm? So, wird mal Zeit, Medical Brew auszupacken. Ich hoffe, es fertig. Hast du Attack My Target gemacht mit dem Dimo, oder was? Ja, ich hab einfach so blind auf die Felsen drauf gezielt, Attack My Target überall drauf geklickt und dann hat er irgendwann gepfiffen. Wie cool. Wie der Juggler? Achso, Juggler. Kann ich jetzt nicht stehen lassen. Ich hab den Juggler heißt der, okay. Ja, Juggler. Ist der Hirsch? Hast du den genommen, Mo? Oder ist der, nee, das ist einfach nur Masse, okay. Ich bin rüber geschwommen. Fällt dir was auf an dem Namen?